Welche Optionen gibt es denn, Myome radiologisch zu behandeln? Es gibt zwei Grundkonzepte. Es gibt einmal das Konzept, dass die Durchblutung der Myome unterbunden werden soll. Das bedeutet, es wird bei den Patientinnen über die Leiste ein Katheter, also ein ganz hauchdünner Schlauch, in das Versorgungssystem der Gebärmutter reingeschoben. Und über diesen Schlauch werden Mikropartikel in die Gefäße gespritzt, mit dem Ziel, die Gefäße zu verstopfen. Wir können uns das vorstellen wie eine Vollsperrung der Autobahn. Wenn die Blutgefäße verstopft sind, dann geht das Myom kaputt. Das ist das Ziel dieser Methode. Schwierigkeit dabei ist, dass eben auch ein Kollateralschaden entstehen kann. Es kann also auch umgebendes Gewebe mit zerstört werden. Das ist jetzt für Frauen, die noch schwanger werden möchten, natürlich nicht so günstig. Für Frauen, die die Familienplanung abgeschlossen haben, kann das durchaus erwägenswert sein. Was ein weiterer doch zu besprechender Punkt ist, dass die Frauen eben 2-3 Tage schon in der Klinik liegen müssen, weil das doch recht schmerzhaft ist. Das heißt, sie brauchen einen Schmerzkatheter, um die ersten Tage zu überstehen. Das sind so die Kennzeichen dieser Methode, aber eben auch ohne Operation. Der andere Weg ist fokussierter Ultraschall. Das bedeutet, die Patientinnen fahren durch eine MRT-Röhre, durch eine Röntgenröhre. Es wird mit einem komplizierten Computer genau errechnet, wo das Myom liegt und wo die Ultraschallwellen konzentriert eine Hitze entwickeln sollen, um dieses Myom zu verbrennen. Zu besprechen ist, dass diese Prozedur mal schnell 2-3 Stunden dauern kann. Das heißt, die Patienten müssen relativ lange auf dem Rücken liegen. Es sind eigentlich nur Myome behandelbar, die gut zugänglich sind. Meistens Myome im Bereich der Gebärmuttervorderwand. Und es kann schon mal als Nebenwirkung zur Verbrennung auch der Haut führen. Auch das ist eine Methode ohne Schnitt, zeitaufwendig, mit eingeschränkten Möglichkeiten. Beides sind Behandlungen, die wir unseren Patientinnen erläutern, anbieten. Und wenn tatsächlich der Wunsch besteht, genau das ausprobieren zu wollen, dann vermitteln wir auch weiter.